Mein Vater, der fragt seinen eigenen
Ich mache nur zu. Ja. Und immer ein Gewinner in eurer Welt. Einer muss immer verlieren in eurem Kampf. Ihr kämpft euer Leben lang. Um die Tüte eurer Mutter und der nicht wieder zu kommen. Euer Leben lang hängt ihr an der Tüte eurer Mutter, weil er die letzten Beine steckt. Wenn Mann damit ein Problem hat, dann hat Mann damit ein Problem. Das ist richtig. Alle Frauen haben Probleme damit. Also bin ich keine Frau mehr, also bin ich ein Mädchen. Ein Mädchen ist ja noch sexueller wie eine Frau. Also ich entscheide mich dazu, wieder ein Mädchen zu sein, damit ich mich dieser Männerwelt entziehen kann. Und jetzt sagt der mir, dass ein Mädchen dann, oh ja, ja, na. Da muss ich mich zur alten Frau machen, damit ich dann schon mit 35 aussehe wie meine Oma oder sowas. Dann willst du auch nicht jetzt in Frage kommen. Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass es mein Leben ist und dass ich über mich und mein Leben entscheide? Ja? Und das ist deine Aufgabe, still zu sein und hinzuhören, wenn ich irgendwas sage. Ich versuche kein Mann zu sein, du versuchst ein Mann zu sein, das fällt überhaupt nicht. Aber ich bin kein Mann, ich bin ein Mensch, ach so. Ach, das ist immer kein Mann mehr oder sowas. Ach, hey, wo sind wir denn jetzt angekommen? Hä? Unglaublicher Dreck, den wir hier vorfinden, jedes Mal, wenn die in eine von eurer Wohnung kommen. Ja? Ich bin glaube ich auch nicht ganz genau wissen. Weil ich hier keine Frau verstehe. Ja. Ich bin auch nicht. Sobald ich davor sind, da waren wir. Wenn du dich dafür entscheidest, lieber zu weinen, es geht ja nicht um eine Bockstimmung aus deinem Leben. Du hörst überhaupt nicht hin, nee, quatschen und quatschen dich nicht dumm von der Seite an, Alter. Quatschen dich nicht dumm von der Seite an. Ja, mal ein bisschen formanieren. Wenn sie sich jetzt zusammenschließen, können die mich nackt machen, können die mich verweichern, können die mich abmurksen und können die mich nur beantworten.
Kultur, 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 Kultur
Deswegen immer ins Chaos, weil du das Chaos um dir erkennst.
erzähl mir bitte nichts über mich und mein Leben. Nein, ich sag nicht. Erzähl mir was von dir und deinem Leben und spekuliere nicht über mich und mein Leben, okay? Können wir jetzt endlich mal darauf einigen, dass du nur von dir sprichst und ich nur von mir spreche? Ich spreche von mir. Und ich weiß, dass man sich dahin in die Situation hinein manipuliert. Und das ist okay. Für sich selbst. Nein. Nein. Nein, mich nicht an diese Kleinigkeit machen. Du bist permanent auf Krieg gebürstet. Du ziehst hier über die Leute her, die immer auf Kampf sind und Kampf. Du bist permanent auf Kampf. Krieg gegen Frauen, sagt dir das was? Krieg gegen die Weiblichkeit. Der hat doch zu Hause die schwarzen Müll. Wie bist du denn da drin? Die Pflanzen oder die schwarzen Müll. Das ist schon auf meinem Bohr sehr gut. Wo ist denn der Flow? Wo ist denn die gute Laune? Wie soll ich dir den zeigen? Da redest du doch die ganze Zeit von uns. Was ist uns? Uns hast du jetzt ins Spiel gebracht. Erzähl mal was über uns. Thomas, erzähl mal was über uns und unsere Zukunft, bitte. Interessiert mich. Wie siehst du unsere Zukunft? Sag's mir. Ich denke nicht über uns nach. Wie siehst du deine Zukunft, Thomas? Ich sehe da nichts. Warum nicht? Ich lebe jeden Tag und probiere für mich das Beste rauszuholen. Du probierst es. Tust du es oder probierst du es? Ich tue es. Dann sag das so. Thomas, wie sieht deine Zukunft aus? Was wünschst du dir für deine Zukunft? Was? Was? Was willst du jetzt von mir? Ich will von dir wissen, wie deine Zukunft aussieht. Ich möchte wissen, wie dein Leben verlaufen wird nach deiner Vorstellung. Ich mache mir keine Vorstellung. Dir ist alles scheißegal. Nee, absolut nicht. Dir ist alles scheißegal. Doch, ich bin dir genauso scheißegal aber wie du. Du weißt, was du gerade mit mir machst. Du bombardierst mich. Ich bombardiere dich. Ich stelle dir Fragen. Ich will was von dir wissen. Irgendwas. Zeig mir irgendwas von dir. Irgendwas. Warum willst du das wissen? Weil es dich sonst nicht gibt. Weil du sonst nicht existierst. Was ist das für ein Bullshit? Weil du sonst nicht existierst.
Wie sieht deine Zukunft aus, Thomas? Die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Ja, wer schreibt sie denn? Wer? Wenn nicht du. Wer schreibt deine Zukunft? Wer? Was geht hier gerade ab? Ich will wissen, wie deine Zukunft aussieht. Ja, ich weiß nicht. Wenn du keine Zukunft siehst, dann wirst du auch keine haben. Ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussieht, das habe ich gesagt. Wie fangen sie dir vorzustellen? Wir brauchen uns keine Zukunft vorstellen. Dann werden wir keine haben. Wir müssen jeden Tag versuchen. Dann werden wir keine Zukunft haben. Ich bin jeden Tag in jeder Sekunde. Aber ich bin auch hier, um eine Zukunft zu gestalten. Denn wenn wir das nicht tun, wird es keine geben. So einfach ist das. Probier jetzt mal den Frieden zu finden. Ich bin jetzt gerade im Frieden. Jetzt habe ich gerade. Jetzt kann das ich fühlen. Jetzt bin ich im Frieden. Jetzt fühle ich mich langsam wieder. Ich fühle keinen Frieden. Du weißt ja nicht, was Weiblichkeit bedeutet, oder? Du weißt gar nicht, was es bedeutet zu leben. Mit jeder Phase des Seins. Das ist, du kannst es ja sagen, du kannst es ja richtig stellen. Thomas, wie sieht deine Zukunft aus? Wenn du dir keine Zukunft ausmalst, wird es keine geben. Ich habe dich gefragt, Thomas, wie sieht unsere Zukunft aus? Wie meinst du mit uns? Unsere Zukunft. Uns unsere beide? Beziehung. Ja, wir beide. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Du kannst dir nichts vorstellen, was schön wäre oder so, was ich mit Freude erfüllen könnte. Bei der Vorstellung, oh ja, da freue ich mich drauf, weil das machen wir bestimmt, weil das wird bestimmt cool oder so. Ne? Kannst du nicht so was? Geht nicht. Träumen. Kannst du mal träumen. Träumen einfach nur. Den Tag genießen. Alles erfüllen, alles erleben, alles kosten. Und weiter träumen. Den nächsten Tag träumen. Die nächste Woche. Warum hast du? Nicht so gut, wie es sein könnte. Ich möchte in Häusern aus Bäumen wohnen. Ich möchte, dass es noch Bäume gibt. Ich will keine Atomexplosion. Ich will diese ganze Scheiße nicht. Ich will keinen Krieg. Aber das ist das, was jetzt gerade stattfindet. Krieg. Hier drin, live, gestern Abend geschnitten. Regelmäßig, immer wieder. Und das ist das, was gerade überall in der Welt ist. Permanenter Krieg. Einfach ein Tag in meinem Leben. Weiter Hartz IV bezogen. Weiter ein bisschen arbeiten gehen nebenbei. Aber wie lange gibt es denn noch Hartz IV? Wie lange gibt es denn noch Geld? Hagelt uns abschaffen. Wie lange kannst du mit dir noch ein Denkgebäude kaufen? Denkst du auch mal an deine Tochter? Denkst du da auch mal an die Zukunft deiner Tochter? Wenn du dir schon keine Zukunft vorstellen kannst? Wie stellst du dir auch keine Zukunft für deine Tochter vor? Wenn du nicht mal die Mühe machst, irgendwas auszumalen, wie schön es sein könnte, da irgendwas zu ändern. Wirklich was ändern? Ich habe was geändert. Dann machen wir endlich mal Musik zusammen, Thomas. Wann? Wenn wir soweit sind.
Wir können sofort rüber zu Phil gehen, da steht ein Schlagzeug, da ist eine Gitarre, wir können sofort loslegen. Ich saß das erste Mal im Schlagzeug. Sofort. Sylvie könnte auch da sein. Ich hab's aufgenommen. 2 Minuten. 3 Mal. Phil ist eine gute Adresse. Der blickt einiges. Fähiger als je zuvor. Du blockst sofort ab. Du blockst bei allem sofort ab. Genauso wie Christian. Genauso wie Christian. Schon so oft ausgesprochen und wie viele Menschen denken so. Es ist so, Geld regiert diese Welt. Es ist so schwer zu verstehen und du siehst, was damit passiert mit dieser Welt, die regiert wird von Geld. Scheiße. Überhaupt nicht. Wenn du das weiter behauptest, musst du dich besser erklären.